Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen heute das 1v1 Turnier auf Jumolia und es geht direkt los gegen The Spite bin ich, gegen I Hit You Not. Und wir haben neue Maps. Oh Gott. Einmal diese hier, die nennt sich Arena. Und eine andere nennt sich Olympus. So, die Lava ist jetzt schon weg. Und das TNT sprengt ganz schön viele Blöcke auch in die Luft. Ja. Ich habe auch noch Pfeile, das sollte ich mal einsetzen, aber er ist tot. Okay, sehr gut. Erste Runde gewonnen und die zweite beginnt. Auch in dieser Arena. Ich glaube, dass er einfach nur die beiden neuen Arenen eingestellt hat. Oh. Okay. Oh. Shit. Ich habe gehofft, dass er jetzt ein bisschen mehr kassiert. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert. Wobei er auch nicht mehr so viel haben kann. Nein. Ah, shit. Ich habe gehofft, ich kann ihm da noch was in den Weg legen. Ja, er hat genau die beiden neuen eingestellt. Jedenfalls hoffe ich das, nicht, dass ich nur bei den neuen eingestellt habe, aber ich habe das alles eben noch geändert, deswegen müsste er das sein. Das ist die zweite, die nennt sich Olympus, wie schon gesagt. Verdammt. Oh Gott. Ah, sterbe ich direkt. Mal kurz die Pfeile einsammeln. Trifft mich zum Glück nicht mehr. Ah, shit. Ah, ein Hit noch. Na gut, erste Runde direkt verloren. Das ist echt schlecht. Das Ding ist nämlich, es spielen insgesamt nur 62 Spieler mit, auch von Anfang an. Ja. Das bedeutet, es kommen in die erste Runde, in die vierte Runde, also in die erste Runde, nach der Quali-Phase nur 32 Spieler. Das bedeutet, man muss schon wirklich zwei Runden gewinnen, um da reinzukommen. Und das wird jetzt eben schon knapp. Aber mal sehen. Bis gleich. Und Runde Nummer 2 beginnt. Wir spielen gegen DJ Luke. Und wie gesagt, jetzt sollte ich auf jeden Fall versuchen zu gewinnen. Was ich zwar immer mache, aber wenn ich das nicht schaffe. Oh Gott. Er läuft einfach mitten rein. Das ist. Oh Gott, ich treffe nicht. Das ist gut für mich. Nehme ich mit. Dankeschön. Ja, danke. Komm, noch ein. Noch ein? Noch einer geht. Fallschaden. Jetzt kann er nicht mehr so viel haben. Und ja, wenn ich ihn jetzt verfolge, sollte er langsam down sein. Sehr gut. GG, 1:0. Zweite Runde auf der Basic Map. Hier kann nichts in die Luft gehen. Jedenfalls keine Blöcke. Ups. Was man aber hier echt gut machen kann, ist versuchen, ihn in die Ecke zu drängen. Oh Gott. Und genau das nicht tun, weil ich sonst wieder selber sterbe. Ach Mann. Wie dumm. Jetzt muss ich gewinnen, sonst bin ich ja quasi schon raus. Und das wäre echt sehr, sehr doof. Könntest du mir wieder ein paar Pfeile hinschießen? Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, danke. Dankeschön. Aua. Na komm. Ah, hier läuft er nicht rein. Schön, 3 Hits. 4 Hits. Bisher habe ich einen klaren Vorteil. Ja. Und er ist down. Das heißt, ich habe Runde Nummer 2 gewonnen und wir sehen uns in der dritten. Bis gleich. Und Runde Nummer 3 beginnt. Wir spielen gegen Lufix17. Auf einer relativ engen Map. Das heißt, hier kann man nicht so gut abhauen. Das
Deswegen werde ich versuchen, jetzt schon direkt offensiv mit den Pfeilen ranzugehen. Ah, hat glaube ich kaum Damage gemacht. Seine Pfeile könnte ich jetzt vielleicht auch sammeln. Ich weiß nicht, wo der die hingeschossen hat. Aber jetzt kommen noch ein paar. Nehme ich alle mal mit. Oh. Sauber, okay. Das war knapp, aber es hat funktioniert. Das heißt, ich habe Runde Nummer 1 gewonnen, wie bisher immer, aber dann die zweite auch verkackt. Deswegen sollte ich jetzt aufpassen. Hat er TNT platziert? Nee. Wenn man übrigens shiftet. Oh. Er hat ein bisschen geleckt. Wenn man shiftet und TNT platziert, dann wird das nicht direkt explodieren. Ja, das habe ich ein paar Mal gut erwischt. Aber, oh Gott, nicht wirklich krass durchgezogen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Die würde ich gerne mitnehmen, wie ich sie finde. Hier ist einer. Ja, war schon wieder weg. Ja, was will er tun? Okay. Das sollte es gewesen sein. Na? Ein Hit noch und er ist down. Höchstens. Ja. Gut, sehr schön. Das heißt, ich bin dann doch in der K.O.-Phase. In der Runde Nummer 4. Und ich würde sagen, da sehen wir uns auch wieder. Bis gleich. Und los geht's mit Runde Nummer 4. Es ist sehr gut, wenn man sich kurz verschluckt, bevor man dran ist. Aber ich bin da. So, einen Pfeil verschossen, den würde ich hier mitnehmen. Da ist er. Danke sehr. Hat geschossen. Nochmal geschossen. Ja, er schießt zu oft. Hier würde ich gerne versuchen wegzulaufen und dann TNT hinter mir platzieren. Weil es hier relativ verwinkelt alles ist. Aber er verfolgt mich nicht. Deswegen kann ich das schlecht tun. Und er macht mir kaum Damage. Kann er seine Pfeile ruhig verschießen, würde ich sagen. Hilfe! Ja, jetzt bin ich gleich wieder voll. Das passt schon. Nein. Oh Gott, wie dumm von mir. Wie dumm. Kann eigentlich sein, dass ich nicht wegkomme, ey. Ach man. Ich werde versuchen, offensiver drauf zu gehen. Und ihn hoffentlich mit den Pfeilen zu treffen. Nehme ich mit. Verdammt. Oh Gott. Er hat ein bisschen Damage bekommen. Gut. Das auch. Selber Damage bekommen. So viel kann er eigentlich nicht mehr haben. Na, ah, und ich bin. Oh, 6 Herzen. Das kann doch nicht sein. Und ich bin direkt raus. So schlecht. Ach, verdammt. Es tut mir so leid.
Wir sehen uns dann aber auf jeden Fall gleich auf dem Finalserver. Und da werde ich dann natürlich das Risikomatch gewinnen. Bis gleich. Und wir befinden uns im Halbfinale. Es spielen Not Confused gegen Noah Fightman und Steady gegen Noah. Mal sehen. Steady hat ja letztes Mal schon gewonnen. Und davor auch 6-mal. Vielleicht jetzt wieder, aber wir wollen es natürlich nicht hoffen. So, Not Confused gewinnt die zweite Runde und hat die erste auch schon gewonnen. Das heißt, er ist weiter. Man wird im Finale gegen Noah oder Steady spielen. Ich bin natürlich für Noah. Los, Noah, du packst das. Oh, gibt ihm 2 gute Pfeilhits. Ja. Hab den Anfang nicht mitverfolgt, deswegen weiß ich nicht, wer mehr Leben haben könnte. Aber die erste Runde hat Noah schon gewonnen. Jetzt kommt es auf die zweite an. Oh, Nahkampf und Noah gewinnt mit 2 Herzen. Das war ein knappes Ding. Und jetzt geht's um die Wurst im Finale. Noah gegen Not Confused. Es wird spannend. Wir spielen auf der neuen Arena-Map. Wo das Blut schon überall auf dem Boden liegt. Und Not Confused geht in den Nahkampf. Und hat, glaube ich, einen Vorteil. Ja, und er gewinnt mit 3,5 Herzen. Zweite Runde beginnt, diesmal auf der anderen neuen Map. Namens Olympus. Und jetzt wird es spannend. Okay, es wurde eben schon spannend, aber jetzt wird es spannender. Denn wenn Not Confused jetzt gewinnt, dann gewinnt er. Oh, und er stand richtig im TNT drin. Und mit einem halben Herz hat Noah gewonnen. Hätte er gewonnen, dann hätte er das Turnier gewonnen, aber hat er nicht. Deswegen geht's jetzt ins Finale, Finale. Wer jetzt gewinnt, gewinnt das Turnier. Ja, beide schießen sich gegenseitig mit Pfeilen ab. Und ich glaube, dass Noah einen leichten Vorteil hat. Aber ich bin mir nicht sicher. Jetzt geht's in Nahkampf. Not Confused hat einen Hit mehr gegeben. Beide dürften nicht mehr so viel Pfeile haben. Und Not Confused gewinnt. Mit einem halben Herz. Wieder super knapp. GG. Jetzt kann er sich dazu entscheiden, das Risikomatch zu spielen. Gegen mich. Wenn er gewinnt, oder wenn er es annimmt, dann bekommt er entweder 2 Monate Premium, wenn er es gewinnt. Wenn er verliert, gar nichts. Er kann es aber auch nicht annehmen. Und bekommt dann 1 Monat. Er tut gar nichts. Risikomatch. Ja, schreibt er was? Vielleicht hat er es vergessen. Noah will kämpfen. Er will nicht. Er will nicht. Tim, der toggelt. Ist er geleftet? Ich nehme aber auf. Viele schreiben, er hackt. Wir werden das jetzt aber auf jeden Fall erstmal machen. Er hat es auch angenommen. Und müssen dann später nochmal im Video gucken. Also es sah auf jeden Fall verdächtig aus. Aber sicher ist es auf gar keinen Fall. Wäre natürlich extrem schade, wenn wir wieder einen Hacker hätten, der jetzt bis ins Finale kommt. Er ist tot! Oh Mann, was war das denn? Er ist einfach durch TNT gestorben. Na gut. Dann war es das, Not Confused. Es tut mir leid, du gewinnst leider gar nichts. GG. Na gut, dann war es das mit diesem Turnier, mit einem sehr, sehr komischen Risikomatch. Aber na gut, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich über eine Bewertung freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.